Liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Paper Mario The Origami King. In der letzten Folge sind wir auf die MS Peach gelandet und gehen jetzt in den Maschinenraum, weil hier der Strom ausgefallen ist. Ich wollte eigentlich runter knuddeln, aber so ist auch in Ordnung. Da sehe ich auf jeden Fall Herzchen. Brauche ich noch nicht. Wieso ist hier ein Herzchen? Passiert dir gleich irgendwas Böses? Fände ich nämlich nicht so geil. Ich musste schon im letzten Part so viel kämpfen. Da habe ich auch jetzt keine Lust, noch weiter zu kämpfen. Ja, und wir sind gerade dabei, den Strom wieder herzustellen. Oh, was macht die Kiste noch hier? Aha, versteckt mal wieder ein komisches Löchlein. Ja, okay, komm, wir nehmen die Leben mit. Whatever. Mit 10 Leben lohnt sich das zwar eigentlich gar nicht, aber sieht doch alles safe aus hier. Kaum sag ich's, ist es nicht mehr safe. War ja wieder klar. Aber dafür ist ja der Klempner hier, damit wieder alles rein Schiff wird hier. Das ist schon wieder Gegner. Okay, jetzt habe ich wirklich keine Lust mehr. Keine Lust mehr zu kämpfen. Hallo Toad, du lebst ja sogar mal. Was war das für ein Ding? Es war so unheimlich, unheimlich, unheimlich. Ich wüsste ja schon gerne, was die hier alle so mitnimmt. Also ich gehe stark davon aus, dass es sich um Kraken handelt oder irgendeinen Geist. Wieder Toad irgendwo? Hallöchen. Wo ist der kleine Toad? Zeig dich, kleine Toad. Ich sehe dich nicht. Aber was ich sehe, ist eine riesige, nennt man das hier auch schon Turbine oder ist Turbine das beim Schiff, womit man das antreibt? Was ist eine Turbine, Leute? Ich habe gar keine Ahnung. Beim Flugzeug gibt es sowas auch. Oh, hier ist einfach die Treppe kaputt. Eis, wir kommen da nicht nach oben. Das ist belastend. Aber ich habe eine Kurbel dabei. Oh, und da ist ein Loch ohne Kurbel. Ein kurbelloses Loch. Und ich habe eine Kurbel ohne Loch. Oh nee, noch mehr Gegner. Oha, die sind sogar an der Decke. Doch nicht. Ich dachte, ich dürfte nicht meinen Hammer benutzen, aber anscheinend darf ich das doch. Die sehen auch so aus, als wenn sie richtig, richtig viele Leben hätten. Ein bisschen Angst. So ein ganz kleines bisschen. Tja, okay, also kann die alle auf eine Seite bringen. Dann kann man die zumindest darüber bringen. Schon mal richtig angeordnet, aber drei verschiedene Leutchens. Das ist schon ziemlich happig. Wir nutzen auf jeden Fall unser Feuerhammer, denn das Beste gegen Spinnen ist immer Feuer. Einfach immer alles wegbürren. Burn it with fire! Und ich glaube, das ist der einzige Feuerhammer, den ich dabei habe. Kann das sein? Nein, das ist wirklich kaputt! Okay, wir müssen auf jeden Fall schleunigst bald mal wieder einkaufen. Ich hoffe, auf diesem Schiff gibt es noch einen Shop. Weil sonst bin ich ein bisschen aufgeschmissen. Aber die haben gar nicht so viele Leben. So, was haben wir denn hier? Ein Generator! Kurbel einstecken, drehen, was das Zeug hält. Kriege ich hin. Drehen, was das Zeug hält, kann ich gut. Und jetzt bitte drehen wie bei den alten Mario Party teilen, wo man sich immer schöne Blase in die Handinnenfläche reingekurbelt hat. Das waren witzige Zeiten, Leute. Das waren witzige Zeiten. Ey, der Strom ist wieder da. Happy Birthday. Oh Mann, Onkel M, du weißt ja echt, wie man für Spannung sorgt. Haha, kapiert Spannung, Elektrizität. Haha, bin ich heute witzig. Da oben komme ich leider noch nicht hin. Weißt, man kann alles heil machen in diesem Spiel, aber... Also mit diesen Schnipseln, aber hier geht das natürlich nicht. Oh nö, was geht denn jetzt schon wieder ab? Oh, was für ein Rums. Der war so stark, der könnte glatt. Nein, bitte nicht, das darf nicht wahr sein. Wir stecken möglicherweise in echten Schwierigkeiten, Onkel M. Wir sollten schleunigst vom Schiff runter. Ach, sei doch nicht so. Hier ist auf jeden Fall noch irgendwo ein Toad. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass der da unten irgendwie rumgammelt. Kommt man da? Doch, man kommt da von hier hin. Ja, alles easy. So, wo bist du, du kleines Tötschlein? Kann man hier noch irgendwelche Knöpfchen drücken? Da ist der Toad. Okay. So, vielleicht... Oh, da haben wir alle grundlosen Löcher gestopft. Und bist du der letzte Toad, den wir hier retten können? Hast du vielleicht was erzählen oder bist du auch... geistig tot? Nee. Oh, Mario, es war eine Katastrophe! Es ist eine Katastrophe! Ich stecke zwar die ganze Zeit hier fest, also weiß ich nichts Genaues, aber Katastrophe! So, was hat denn jetzt diesen Rums hier ausgelöst? Oh, nö. Ich will hier nur gechillt, ein bisschen spielen und dann ist da draußen einfach ein Oktopus oder so. Man hat ihn gerade schon gesehen. Spannung. Und alles ist schwarz. Nein, er hat hier einfach reingegisst. Oh, dieses schwarze Zeug, das ist ja... Oh nein, wir stecken in der Tinte. Schnell, Onkel M, beeilen wir uns. Oh nee, sind das jetzt andere Gegner? Können die... Die können sich normal bewegen. Ich fasse es nicht. Wie unfair ist das denn? Schnell weg hier. Er hat hier alles vollgegisst. Sogar sie Shy Guys, die Armen. Tja, aber die haben ja schon ihre Krisenmanagement-Ausrüstung an. Von dem her passt das schon. Ich würde sagen, ich gehe nach oben, weil ich habe ja jetzt Strom. Ja, aber ich kann ja ich kann einfach gar nichts machen. Oder muss ich hier irgendwas machen? Was ist eine Kaffeemaschine? Ja, ist es halt wirklich. Die Pfirsichtee ist fertig, Kapitän. Ah, weil Prinzessin Peach trinkt natürlich Pfirsich.
Das war klar. Okay, aber geheilt. Das ist doch auch nett. Ich weiß trotzdem nicht, wie ich zurückkomme. Ach, ich komme hier einfach lang. Sag das doch. Ja, okay, dann ist er easy. Den können wir einfach den Aufzug benutzen. Let's go. Wo führt der denn dann hin? Ah, der führt uns jetzt auf die rechte Seite. Da. Oh Gott. Wo der eine Typ die Hand festgehalten, die Tür festgehalten hat. Hier ist auch alles voll. Oh Gott, okay, ich glaube, wir müssen bald gegen den Boss kämpfen, wenn ich das hier richtig sehe. Oh nein, das ist ja schon hier. Da links, das ist die Tür zur VIP-Kamine. Los, nichts hier rein. Ja, machen wir gleich, aber erstmal müssen wir... Als ob ich jetzt da nicht gegenhüpfen kann. Na, siehst du mal. Glitzer... Oh, es gibt sogar Glitzereisenstiefel. Das ist natürlich was ganz Feines. Und wir schauen natürlich erstmal rechts rein. Denn wir gehen immer erst dahin, wo wir nicht hingehen sollen. Aber überall ist hier einfach zu. Und dieses Glimmerzeug ist auch ganz ekelhaft. Hier soll noch irgendwo tot sein. Bist du da ein Tod? Das da ist doch garantiert ein Tod. Kleiner Tod. Bist du hier links? Da bist du. Keine Sorge. Ich befreie dich von diesem Glimmerzeug. Ah, Hilfe! Dieser schwarze Schmodder ist einfach so durchs Fenster gekommen. Ich will ihn abwaschen, aber ich habe Angst, nass zu werden. Ah, ich hasse das Meer. Dann ist das ja gut, dass du auf einem Schiff arbeitest. Und was soll das hier? Leuten die Tür zu halten ist nicht nett. Hat euch da eure Mutter denn gar nichts beigebracht? So. Gut, dann kommen wir nämlich schneller nach vorne. Und dann lass mal gucken, was im VIP-Raum drin ist. Och, der geht sogar mal auf. Das ist ja was ganz, ganz Schniekes. Und hier ist auch keine Tinte. Das ist ja angenehm. Da drin, Onkel M. Eine Gamebox da vorne. Passiert doch sowieso gleich wieder was. Sobald ich dahin gehe, wird was passieren. Oh, Leben. Aber ich habe noch volle Leben. Okay, was brauchen wir noch einen Code oder so? Weißt du den Code? Hm, ich habe das, was wir suchen, zur Sicherheit in diese Box getan. Wie war nochmal der Code? Na los, denk nach. Code, Code, wie war der Code? Der Code. Der Code ist Maut. Und dann bin ich tot. Tot. Oha. Oha, da hat er einfach gelauscht und hat mitbekommen, dass wir diese komische Kiste brauchen. Ey, gib die zurück! Aber der hatte König Ollis Sticker-Dinger auf seinen Greifarm. Oh, wir müssen uns die Box unbedingt wieder zurückholen. Das Monster ist wahrscheinlich vorne am Bug des Schiffes. Guck, Bug war doch richtig. Nichts wie hin. Okay, Bobby, let's go! Aber erstmal Leben mitnehmen, die wir gar nicht brauchten. Auf zum Buh. Und wir nehmen natürlich den Superheldenweg dahin. Durchs Fenster hindurch. Statt durch diese schnöde Tür da oben. Ja, aber da das hier garantiert ein Bosskampf sein wird. Ach egal, wir machen das noch in dieser Folge. Sonst ist sie zu kurz, Leute. Sonst ist sie viel zu kurz. Komm her, du komischer Kraken. Gib mir sofort diese Kiste wieder. Ich brauch die, weil Bobby hat gesagt. Der ist ja halb blind. Oh, da ist es! Das ist das furchtbare Seeungeheuer, das mich seinerzeit so zugerichtet hat. Zeig's ihm, Onkel M. Olivia braucht uns. Und er läuft einfach weg. Er läuft einfach weg. Oh, geil. Das ist mal ein anderer Bosskampf, wo man wieder so Live-Action hat. Das finde ich sehr gut. Okay, also wahrscheinlich erstmal ausweichen. Und wenn der Tentakel unten ist, muss man garantiert gegen die Tentakel einfach nur gegendonnern. Ja, und dann verschwinden halt diese Sticker von König Olli. Und dann geht's uns doch gut. Ist soweit so easy. Bin gespannt, ob dann später... Also ob das wechselt. Ob das jetzt am Anfang halt so Live-Action ist und später dann zu so einer Kreis-Action wird. Oh, man kriegt auf jeden Fall richtig viel Geld. Ja, du frisst mir will. Das finde ich nicht nett von dir. Hier, frisst mein Giss. Da rutscht... Oh nee, man ist einfach nur langsamer. Man ist einfach nur langsamer, man rutscht aber nicht drauf aus. Ja, let's go. Ich hab dich doch schon voll durchschaut hier. Alles easy, peasy, lemon, squeezy. Oh, so viel Geld, Leute. So viel Geld hatte ich ja lange nicht. Haben wir ihn seine ganzen Tentakeln abgeknibbelt? Das tut mir leid. Okay, und was machst du jetzt? Okay. Einfach ein 5-5-FPS-Boss. Hier ist irgendwo ein Tod versteckt. Warte, was? Also wir müssen garantiert gegen sein Auge knuddeln, ist klar. Warum hat er mir denn gerade angezeigt, dass er tot ist? Hä? Ist ein Tod in ihm drin? Moment, was muss ich jetzt machen? Immer... Oh. Alter, das ist cool. Das erinnert mich gerade mega an The Binding of Isaac. Oh, er hat sich selbst dizzelig gemacht. Ah, er hat sich vor Konfusion selbst verletzt, quasi. Aua.
Das hat mich gerade mega an, The Binding of Isaac. Ich habe jetzt auch irgendwie Bock auf Isaac. Habt ihr schon mitbekommen, Leute, am Ende des Jahres kommt ein neues DLC raus für Isaac? Und ich werde es garantiert auch spielen. Nur damit ihr Bescheid wisst. So, geh kaputt. Aber der macht fast gar kein Damage. Also nur mit seinem komischen Kram hier. Aber sonst. Okay, ich glaube einer noch. Oh, attackieren. Und dann sollte auch Ende im Gelände hier sein. Okay, jetzt werde ich natürlich ein bisschen unvorsichtig. Okay, finde ich aber gut. Oh, da sind die Toads. Und auch der Kapitän, der hat die einfach alle gefressen. Deswegen hat das Ding rumgedüdelt. Ich höre bei komischen Ausdrücken hier. Das Ding hat rumgedüdelt. Damit meinte ich, die Glocke hat geglöggelt. Oh, Clem. Das fand ich aber mal eine schöne Abwechslung für einen Boss. So ein Live-Action-Boss. Dass das nicht immer mit diesen Kreisen ist, obwohl die auch relativ cool sind und jeder Boss hatte doch seinen eigenen Ansatz. Aber das war mal ein Live-Action-Boss. Finde ich gut. Also der war angenehm. Das hätte sich jetzt auch nicht gelohnt, für den eine extra Folge zu machen, oder? Nicht wirklich. Das ist schon okay so. Oh, das war irre. Dir hast du echt gezeigt, wo der Hammer hängt. Ich wusste, das schaffst du. Weil ich ihn mit dem Hammer die ganze Zeit attackiert habe. Oh, meine Box ist auch noch heil. Ein Glück. Nur schnell den Code eingeben. Und da ist es. Eine rote Kiste in einer gelben Kiste. Ja, und damit können wir jetzt Olivia befreien. Oh, Mario. Ich bin der Kapitän der MS Peach. Danke für die Rettung. Tutut. Manchmal tue ich so, als wäre ich ein LKW. Tutut. Oh nein, nein, ich bin gar kein LKW und spinnen tue ich auch nicht. Tutut! Aber danke für deine Hilfe. Kundenzufriedenheit ist sehr wichtig, weißt du? Tutut! Oh, na dann ist ja gut, dass Kundenzufriedenheit hier das Beste ist. Wir müssen jetzt aber los zum Krepppapier Canyon, also bis dann, Kapitän. So, damit der YOLO King hier nochmal zählen kann, da tot, müssten viele sein. Ungefähr 10. Ich hoffe, allen unseren Batterieren geht es gut. Tutut! Tutut! Guck, denen geht's wieder allen gut. Danke. Schön. Alrighty, das war doch mal ein netter Boss. Uns fehlt noch ein Minischatz. Wo kriegen wir denn jetzt noch einen Minischatz her? Und wir müssen natürlich noch einmal machen. Ich bin der König der Welt, auch wenn ich kaum über den Bug rüber gucken kann. So. Haben wir das auch abgehakt? Wenn man auf dem Schiff ist, muss man vorne zum Bug und sagen, ich bin der König der Welt, weil sonst ist eine Schifffahrt keine Schifffahrt. Aber wo soll denn dann noch ein Schatz sein, hä? Ah, ich sehe ihn! Das hier natürlich! Das ist aber doch der Schatz! Come on, die MS Peach hier ist der Schatz, den ich nicht mitnehmen darf, oder was? Der mir hier noch fehlt? Kleiner Toad, bitte schenken wir sie mir diesen Schatz. Wie das jetzt haben? Der Toad guckt doch nicht mal hin! Mann, ey! Oh, guck mal, ihm geht's jetzt auch gut hier. Oh, ich bin auf der Arbeit eingenickt und hatte einen furchtbaren Albtraum. Ich habe ja geträumt, ich wäre ein Fußabstreifer. Klar, Träume sind Schäume, aber irgendwie fühlt es sich trotzdem so an, als wäre jemand auf meinem Gesicht herumgestiefelt. Komisch. Also, ich weiß nicht. Wenn, dann war das Bobby. Oh, danke, dass du die Maschine repariert hast, Mario. Zum Glück sind sie in dem Chaos nicht so schlimm beschädigt geworden. Sie laufen sogar besser als zuvor. Wir sind bei 120% Leistung. Haha, kleiner Ingenieurwitz. Mehr als 100% geht gar nicht. Ah, danke, dass du mich gerettet hast, Mario. Ich habe ja so lange um Hilfe geflüstert. Warum hat mich denn nur keiner gehört? Na gut, den geht's jetzt allen gut. Mein Schatz kriege ich leider nicht. Keine Ahnung, wie ich den jemals bekommen soll. Vielleicht später. Also ich weiß, wo er ist, aber ich komme halt nicht ran. Und ich habe meines Wissens alles ausprobiert. Oh nee, gibt er mir den jetzt wirklich? Ich bin einmal das ganze Schiff abgelaufen. Mario, tutut! Ich bin dann immer noch ein LKW, haha. Und weil du uns geholfen hast, möchte ich dir was schenken. Oh nein, ich will dir doch nicht schenken. Irgendwo müssten hier die Passagiere sein. Kannst du sie vielleicht suchen, Tutut? Okay, wenn ich dafür dann die MS Anne als Schatz bekomme, mache ich das gerne. Aber ich würde sagen, das machen wir beim nächsten Mal, wenn wir hier wieder mit unserem Minischiff, dem MS Mario und Bobby, losfahren. Ja. Mit der MS Peach bin ich durch, wenn die mir nicht mal den Schatz geben. Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich, liebe Leute. Wenn euch der Fall gefallen hat, lasst ein Like da. Und ein Abo, wenn ihr die weiteren Folgen nicht verpassen wollt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.